Wo ist das? Reizigen Keller, wo in Niersbach oder wo? Aha, okay, ja. Ja. Ja, also das weiß ich. Ja, da muss er sich halt über die Homepage, über die Susi bei mir melden. Das werde ich ja gemacht haben, oder? Ja, dann wird die Susi das schon organisieren. Ja, das wird die Susi schon irgendwie auf die Reihe haben, oder? Das, mit dem habe ich ja nichts zu tun. Das ist die Susi. Hey Achim! Für was habe ich die Susi? Ja, das wäre ja schon, wär schon. Wenn die Susi zu mir kommt, dann wird das schon. Ja. Naja, Bayern 3 ist auch ehrenwert. Verstehst du? Also, was ist ehrenwert? Ich muss jetzt mein Groß zusammenpacken nach ihm. Verstehst du? Ich habe einfach keinen Bock, dass mir auf der Natur das Groß ausgeht. Weißt du, ich muss. Weißt du, was ich da sage, Achim? Jetzt werde ich mal was sagen. Verstehst du? Ich habe eine Dose, da steht drauf Spalttabletten. Und die ist von 1,53. Da schaut doch kein Mensch nach, ob er groß drinnen ist. Verstehst du? Bei Spalttabletten. Und außerdem ist es ja so, dass man das wirklich genau dosieren muss, weil wenn du zu viel dabei hast, verstehst, dann fährst du mit dem Gras wieder heim. Oder du musst am letzten Tag so viel rauchen, dass du praktisch am nächsten Tag nicht heimfahren kannst. Und das ist irgendwie einfach, ja, und jetzt sind wir schon wieder beim Thema, verstehst du, also wenn irgendwelche Leute irgendwie meinen, dass ich da irgendwie, weiß ich nicht, ein Heiliger bin oder Gott bin oder irgendwas bin, verstehst du, also ich bin halt einfach immer nur irgendwo einer, der seit 30 Jahren dafür kämpft, dass diese scheiß Legalisierung vorangetrieben wird, verstehst. Ich bin ein beschissener Kiffer, ja, und ich bin 53 und ich habe wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt, dass ich 6 oder 8 oder 10 Kinder habe. Ich weiß gar nicht, wie viel das ich habe. Für 6 zahle ich halt, verstehst? Also ich meine, das, was ich halt irgendwie dramatisch finde, das ist, dass man mir immer irgendwie ans Zeug flicken möchte, über diese bescheuerte Schiene, verstehst du so, dass mir nur um die Hanflegalisierung geht. Ich glaube, dass sie viel auflösen werden in der Gesellschaft, wenn der Hanf endlich legal war. Ich glaube, dass ganz viele Eltern weniger Sorgen hätten. Ich glaube, dass ganz viele Kinder sich nicht mehr verstecken müssen. Ich glaube, dass wir endlich zur Ruhe kommen werden. Ja, ich sag dir das, verstehst? Weil, nein, ich muss dir das sagen, weil ich glaube manchmal, dass du selber nicht weißt, was ich meine. Hey, ich glaube einfach, dass es wichtig ist, verstehst, dass man denen nicht immer erklärt, um was geht, sondern dass man einfach das macht. Und ich meine, wenn ich heute eine Sitzblockade mache, dann hat natürlich, wenn es um Demokratie ist, dieses Thema ganz viel Platz bei dieser Sitzblockade, in der es für mich geht. Verstehst du so? Aber doch nicht von mir! Nein, das glaube ich nicht, aber ich glaube nicht, dass das Thema ist, dass es selbst nichts damit zu tun hat, sondern weil sie einfach sagen, so wie es alle sagen, das ist halt einmal verboten. Ja, aber das ist halt einmal verboten. Herrgott, nur mal so, aber das falsch parken ist doch auch verboten. Aber ich finde das ja total wichtig. Ja, darum habe ich es ja auch in den Brief eingeschrieben, den ich an den Bürgermeister geschickt habe, verstehst du? Weil es für mich einfach ein wichtiges Thema ist, weil ich damit konfrontiert bin. Ja, aber wirklich auch, nur wenn du nicht, wenn du einer der wenigen bist oder was, die ausgekommen sind, dann kannst du, in dem Moment, wo du einmal da mit denen zum Tor hast, verstehst du, nach 6 Jahren ein Wiederholungstäter bist, die einmal was zu Schulden kommen lässt und dann wieder eine medizinisch-psychologische Untersuchung machen musst, die dich 500 Euro kostet und du bist arbeitslos, dann siehst du das ganz anders, als wie der, der halt ausgekommen ist. Das wäre so exotisch behandelt, weil die selbst die, die das eigentlich schreiben, verstehst, damit rechnen müssen, wenn es bei mir sich blicken lassen, wenn es bei mir irgendwas unterschreiben und ihre Autonummer werden einfach aufnehmen, dass sie sofort mitverfolgt werden, mit mir mitverfolgt. Sie haben einfach Angst.
Verstehst? Und das ist wirklich das Hauptthema bei, wobei es nur nicht einmal um diese, sondern es geht mir jetzt wirklich auch, in diesem Brief ist mir wirklich auch um die Wirtschaft, um den wirtschaftlichen Faktor gegangen, diesen Hanf endlich anzubauen. Also jetzt halt wirklich aus wirtschaftstechnischen Gründen für, egal, Autoindustrie, Bauwesen, für Viehfutter, für nachwachsenden Rohstoff, für Heizkraftwerke, für irgendwas, verstehst? Und nicht und den Dreck im Grunde genommen, die Blüte, die können sie immer nur verkaufen und können sie halt dann wie ein Alkohol halt auch unter 18 nicht abgeben oder was weiß ich was. Aber zumindest war es dann legal und sie, ich meine, sie haben doch auch Werte, verstehst? Es ist doch nicht so, dass sie nichts wissen. Ja, ich schau mal, was ich machen kann. Aber du weißt, wie es ist, verstehst? Ich hab's da schon mal. Ich kann jetzt sagen, dass diese Blockade nicht funktioniert hätte, wenn dieses dramatische Unglück in Reichenhall nicht stattgefunden hätte. Verstehst? Und ich habe natürlich auch an die Hinterbliebenen gedacht dabei. Ist doch ganz klar. Wir brauchen doch nicht drüber reden. Ich meine, es ist beschämend, dass ein Staat wie Reichenhall, keine Ahnung, es nicht schafft in 3 Jahren, da muss man sich dann zusammen, dann wird diskutiert, wie viel darf das Denkmal, verstehst du, und dann sagt irgendwann von der Stadt, ja, das, da redet man nicht über Preis, das darf kosten, was mag oder was weiß ich was, verstehst du, so, dabei war es wirklich schön und billig zu lösen mit einer einfachen Entschuldigung an diese Leute, denen dieses Unglück passiert ist, verstehst du, das war's. Damit wäre das entschärft und damit hätte ich wahrscheinlich auch nicht einmal eine Möglichkeit gehabt, irgendwie mich dorthin zu setzen. Im Grunde genommen muss ich es immer wieder sagen, verstehst? Es ist mir um die demokratische Gleichbehandlung von Bürgern in Bad Reichenhall gegangen und nicht um irgendwas anderes. Und ich weiß es. Genau. Und wenn ich dann im Anschluss einen offenen Brief an den Bürgermeister schicke, verstehst, und das Thema Hanf mit aufgreife, dann geht es in dem Thema um mehr Demokratie in der Stadt Bad Reichenhall. Sprich, es geht um Gleichbehandlung. Und wenn ich glaube, dass wir eine Systemdiktatur haben, dann meine ich nicht, dass da irgendein Diktator gibt, sondern dann glaube ich, dass in dem System ein eigenes System stattfindet. Verstehst du? Das uns über Gesetze und Machenschaften und mit Polizei, nennen wir sie jetzt Polizei, vor ein paar Jahren hat es noch anders geheißen, aber jetzt nennen wir es einfach mal Polizei, die auch im Grunde genommen nichts weiß, außer dass ihnen irgendwelche Richtlinien vorgegeben werden, die sie dann einfach stur einhalten und darauf hinweisen und so, ja, ich kann ja nichts machen, wenn es nach mir geht, mir ist doch egal, aber schau her, da steht's doch. Und ich meine, das ist die Diktatur. Jeder macht im Grunde genommen das, was alle machen. Sie sagen, ich bin ja nicht schuld. Keiner ist im Grunde genommen dafür zuständig. Geht zum Landrat, sagt er, ja, da bin doch nicht ich zuständig, das ist doch überregional. Ja, dann gehe ich überregional, dann gehe ich nach München, dann sage ich, ja, da bin doch nicht ich zuständig, das ist doch überregional. Dann gehe ich nach Berlin, dann sage ich, ja, da bin doch nicht ich zuständig. Ja, dann gehe ich zum Bundesverfassungsgericht und das Bundesverfassungsgericht sagt, nachdem ich 20.000 Euro gezahlt habe, das ist geringfügig, mit sowas befassen wir uns gar nicht. Ich meine, das kann doch wohl nicht sein. Aber das lernen sie ja nicht. Sie könnten es so behandeln, aber sie tun es nicht, Achim. Natürlich nicht, alle haben Angst. Ja, und alle waren süchtig, alle Raucher waren süchtig, alle, es ist ja noch gar nicht drum gegangen, um Gemütlichkeit, es ist ja noch um eine Sucht gegangen. Jetzt stell dir mal vor, ich da 30 oder 50 oder 70.000 Leute dazu bringen, auf die Barrikaden zu gehen, dass endlich vor, hey, draußen vor der Haustür wenigstens einen Joint drauf werfen und dann reingehen. Wir brauchen doch nicht drüber reden, ich bin doch auch dafür, dass man nicht mit Drogen Auto fährt. Aber dann doch alle Drogen, verstehst? Und dann ist es doch wirklich egal, ob der Marihuana geraucht oder ob er Zuffer hat. Verstehst? Und klar, hey, da brauchen wir gar nicht drüber reden, im Grunde genommen ist es eh beschämend genug, verstehst du, dass Jugendliche oder junge Leute eh nichts, im Grunde genommen nicht viel zum Verlieren haben, sag ich jetzt einmal großartig, verstehst du? Was heißt nicht viel zum Verlieren? Eine Lehrstelle, wenn es nicht viel ist, ein Elternhaus, wenn es nicht viel ist, eine Schulbildung, wenn es nicht viel ist.
Ja, sie gehen sollen, aber sie, und sie schieben sie auch weg. Verstehst du? Sie schieben sie auch weg. Ja. Ja, okay. Ich schau mal. Ich schau, Achim. Ja, ich schau. Ich schau. Ja, aber jetzt muss ich mein Groß zusammenpacken, weil sonst schaut es blöd aus, wenn ich, nicht bekifft auf der Tour bin. Verstehst du? Das ist irgendwie immer. Das ist immer. Hä? Die Susi ist im Büro. Ruf so. Und sag dir das. Sag dir das mit dem Radio Lora. Ruf so schnell. Ja. Okay, ciao. Ja, ich vergiss dich. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, du. Ich bin da richtig die Zielscheibe, gell? Ha? Ich kann mich eigentlich vermieten. Irgendwie, weißt du schon? So, weißt du schon, ich tue die Quampe, die Silhouette von Gauweiler, wo ich meinen Kopf durchschiebe, weißt du, und dann darfst du mit Vollkornknödeln auf mich speisen, weil die, da bin ich wenigstens nach zwei bewusstlos oder so, weißt du schon, weil ein Weißbrotknödel, der jetzt platzt in mein Gesicht. Vollkornknödel ist natürlich immer da, und wenn du dann kalt werden lässt, nur mehr aufkochst, dann kannst du dann mit umbringen. Da. Ich glaube, dass damals der wo da mit dem, der wo diese Knödelkanone erfunden hat, weißt du, hat es einmal vor 30 Jahren oder was, einen gegeben, der mit den Knödeln da auf die Flugzeuge geschossen hat, da in Rind draußen, der glaube ich hat auch Vollkornknödel aufgegeben, weil sonst hätte sich doch gar nicht drüber aufgegeben, wenn ein Knödel so ein Flugzeug trifft. Das war, ja, aber voll, versteht, da merkst du einfach wieder, dass es einfach sättigender ist, gell, so Vollkorn, ja, ja, das ist einfach, da ist was drin. Okay, alles klar. Ja, weiß ich schon. Ja. Ja. Also jetzt nochmal, ich sag dir die 10 besten Reggae-Hits. Und ich muss erklären, warum das die 10 besten sind. Ach so, echt? Aha, das ist natürlich schwer. Er traut sich was. Nein, vergiss es. Ja, also wenn man recht, weißt du, weil das sind so Sachen, weißt du, die sind so skurril und da habe ich ein echtes Problem damit. Zehn Reggae, besten Reggae, warum ist Reggae ist eine Lebensphilosophie und eine Lebensphilosophie, verstehst du, das ist, da kann ich nicht erklären, warum jetzt, weiß ich nicht, UB40 oder was weiß ich, zu meiner Lebensphilosophie dazugehört, verstehst du, das kann man nicht erklären, das geht nicht. Also manche Sachen kommen, das war also wie die Frage, erkläre mir in drei Worten, wie für dich eine heile Welt ausschaut. Und ich sage dann, es gibt keine heile Welt. Das sind drei Worte, oder? Verstehst du? Also ich meine, du weißt, was ich meine. Manche Sachen kann man einfach nicht mit drei Worten erklären. Oder wenn ich sage, sagen Sie mir drei Dinge, die Sie mir auf eine einsame Insel mitnehmen würden. Dann sage ich, das geht nicht. Ich kann nicht, verstehst du? Also ich meine, das geht gar nicht, verstehst du? Drei Dinge, was nehme ich noch mit? Ein Feuerzeug, ein Kerzenhund und was? Eine Fertigpizza von Iglo oder was? Verstehst du, dass du damit den ersten Tag was zum Essen hab? Das ist einfach bescheuert, weißt du? Okay. Okay, alles klar. Eva, vierte, ciao. Hey, ich muss das einfach mal erklären, verstehst du? Das nimmt dramatische Ausmaße an, dass die Leute sich nichts mehr trauen, verstehst du? Und ich glaube, dass das wirklich wichtig ist, dass die Leute einfach nicht immer glauben, dass alles, was mit Philosophie zu tun hat, immer gleich als der Dalai Lama ist oder irgendwelche hochtrabenden Philosophen irgendwie, die man als Philosophen anerkennt, weil was ist ein Philosoph? Was ist es? Einer, der nicht arbeitet und gescheit daherredet. Das ist im Volksmund ein Philosoph. Einer, der halt da sitzt und, weil du kannst Philosophie studieren
Und dann bist du Philosoph, dann hast du 8 Semester Philosophie studiert und dann bist du Philosophie und dann kannst du einen Doktortitel machen und bist Doktor der Philosophie oder irgendwie. Aber das bin ich nicht, ich bin das einfach nicht. Ich bin kein Philosoph, ich bin der Bub von einem Arbeiter, der viel Alkohol getrunken hat und der gesehen hat, dass verdammt nochmal dieser Alkohol eine ganze Familie kaputt gemacht hat. Einer von meinen Brüdern sitzt in einem Heim für Behinderte und einer von meinen Brüdern ist kaputt einfach, verstehst du? Der ist jahrelang obdachlos, egal um was geht in der Familie, verstehst du? Ich sehe, dass eine Drogensucht nicht immer was mit Marihuana zu tun hat, aber es ist ein wichtiger Bestandteil von meinem Leben natürlich, Marihuana. Verstehst? Und wenn es halt um Demokratie geht, dann möchte ich einfach nur, dass diese beiden Themen gleich behandelt werden, sonst nichts. Ich möchte dieselben Rechte haben wie einer, der sauft. Und ich möchte genauso behandelt werden. Sprich, wenn sie mich halt erwischen und ich habe was geraucht, dann möchte ich die einfach wahnsinnig gern, dass zu mir ein Polizist sagt, okay, du hast was geraucht, alles klar, du darfst 24 Stunden mit dem Auto fahren, so wie halt irgendein anderer auch 24 Stunden im Auto fahren, der weil er 0,7 Promille hat oder 1,2 Promille hat und dann möchte ich gerne wieder fahren dürfen, verdammt nochmal, wenn sie mich nicht erwischen. Und dann sollen sie nicht irgendwelche Werte rausgeben, mit denen sie selber nichts anfangen können, sondern sie müssen Werte rausgeben, mit denen wir was anfangen können. Ich kann nicht überprüfen bei mir selber, ob ich 0,1 habe oder 1,2 oder 3,7. Das muss ich selber irgendwie, nach 24 Stunden bin ich fähig, wieder Auto zu führen, ohne dass man irgendwelche Ausfallerscheinungen hat. Auch wenn sie die Pupillen erweitert oder nicht erweitert. Ich finde es eine Unverschämtheit, mit mir so umzugehen. Wobei eine Unverschämtheit, ist fertig. Noch nicht. Wobei es eine Unverschämtheit finde sowieso, dass man so mit dem ganzen Thema umgeht, verstehst? Dass man eine ganze Generation an Jugendlichen wegkriminalisiert, verstehst? Und über diese Schiene Angst, Führerscheinentzug und Verfolgung dazu bringt, dass sie sich verstecken und irgendeinen Dreck aus Holland rauchen, weil sie nicht fähig sind. Okay, was muss ich da immer großartig erklären, verstehst du, um was mir geht? Um was geht es mir? Es geht mir darum, dass ich mich nicht für Alkohol entschieden habe, sondern dass ich mich für die andere Droge, für Marihuana entschieden habe, wo ich glaube, der seit 30 Jahren Marihuana konsumiert, und zwar täglich, merke, dass es gescheiter ist. Als wenn ich jeden Tag denselben Zustand, den ich jetzt habe, dadurch erreichen möchte, indem ich Alkohol trinke. Da brauche ich einiges dazu. Da geht mein Leber kaputt, da geht alles kaputt in mir, wenn ich das 30 Jahre mache. Verstehst? Selbst wenn ich nur sporadisch mache, über 3, 4, 5 Wochen immer wieder so exzessives Saufen oder so. Das tue ich nicht. Ich rauche kontinuierlich irgendwie meinen Joint am Abend. Das steht mir einfach zu. Ich bin überzeugt davon, dass man einfach das so handhaben muss, dass es Leute gibt, die daran glauben. Und ich glaube an das einfach, dass das eine göttliche Droge ist und ich glaube, dass es einfach auch weltlich gar nicht abzudecken ist. Das kann ein Richter überhaupt nicht abchecken, warum ich Marihuana rauche. Natürlich kann man sagen, ein 14-Jähriger oder 16-Jähriger darf nicht rauchen, aber das darf er mit Alkohol auch nicht. Er darf nicht Auto fahren und falsch parken ist auch verboten. Was soll ich einer immer wieder erklären? Ich bin ein Mensch. Ich kümmere mich nicht um weltliche Dinge, ich kümmere mich um persönliche Sachen, von denen ich nicht betroffen bin. Dass es was mit der Welt zu tun hat, da kann ich nichts dafür. Ich weiß nicht, warum sie nicht einfach irgendwann einmal den Mut haben, Richter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte, Doktoren, egal wer immer alles raucht und kifft, verstehst, dass sie sich hinstellen und sagen, verdammt nochmal, wir rauchen, was ist da dabei? Wir rauchen ab und zu am Freitag ans Bliff und dann der am Samstag und am Sonntag nichts und am Montag fahren wir mit unserem Auto in die Arbeit. Ich bin immer noch positiv, aber der mit Alkohol unterwegs ist, der ist nicht mehr positiv. Der hat nur 0,1 und so darf er weiterfahren. Ich finde es eine Unverschämtheit, sowieso eine Unverschämtheit, finde ich das, verstehst du das? Dass mit uns jungen Leute so umgehen. Dass ein kleiner Hosenbissel irgendwo in einem Führerscheinamt drinnen sitzt, der irgendeinem 33er, 35er, 40er, 50-jährigen Familienvater sagt, du kriegst deinen Führerschein nicht mehr, du machst erst eine medizinisch-psychologische Untersuchung. Ja, wo sind wir denn da eigentlich? Bloß weil er sich für was anderes entschieden hat oder weil er ein großer Lügner ist. Weil er selber kifft auf Nacht. Wie es die ganzen Richter und Staatsanwälte deren, wenn sie auf die Achtung kommen und ihren Großhaus packeln oder ihren Shit einbröseln in irgendwelche Bonsen oder Pfeifen, damit sie den ganzen Tag vergessen können. Ich finde es eine Unverschämtheit. Und ich bin nicht Gott, definitiv bin ich nicht Gott. Und wenn es mir um Demokratie geht und mir ist bei der Sache im Bad Reinhall um Demokratie gegangen, dann ist das ein ganz wichtiges Thema für mein Leben und nicht für das Leben von anderen. Warum gesteht man mir das nicht zu, dass ich einfach nur menschlich sein möchte? Dass ich einfach nur sagen möchte, okay, es gibt 1000 verschiedene Drogen auf der Welt und es gibt 7 Milliarden Menschen. Und diese 1000 Drogen, die werden auf 7 Milliarden Menschen verteilt. Da gibt's da 300.000, da gibt's 300 Millionen, da gibt's 3 Milliarden, die nehmen das, die nehmen das, die nehmen das. Dann muss ich doch irgendwie, und das ist Demokratie, Wege finden, um diese Menschen nicht in der Defensive zu treiben, nicht arbeitslos zu machen, nicht in Selbstmord zu treiben, nicht Familien kaputt zu machen, sondern ich muss einen Weg finden,
Wie man sagt, Herr Gott nochmal, das kann es doch nicht sein, dass einer, der mit 19 Jahren beim Kiffen erwischt wird und mit 23 nur mit dem Kiffen erwischt wird, dass das einer ist, der unverbesserlich ist. Das kann man, das geht doch nicht. Warum handhabt man Alkohol nicht auf dieselbe Art und Weise? Weil man damit Steuern verdient. Ich glaube, dass man auch mit Marihuana Steuern verdienen könnte. Wir brauchen doch nicht drüber reden, sie brauchen es doch bloß verkaufen. Ich kaufe es immer sofort ab. Ich darf sofort nicht mehr umbauen daheim, wenn ich weiß, beim Bahnhof in der Apotheke gibt es. Da brauche ich doch nicht übereinander scheißen. Und was mir geht, ist einfach, dass ich gleich behandelt werden möchte. Sonst nichts. Ich möchte mich nicht mit einem 23-jährigen Schnösel in der Führerscheinstelle umeinander streiten müssen, was ich als 53-Jähriger auf der Welt für Probleme habe, damit ich Drogen nehmen muss. Ich nehme Drogen nicht, weil ich Probleme habe. Ich nehme Drogen, weil ich was sieg. Weil ich mein Gehirn damit öffne und weil ich irgendwelche Einflüsse aus dem Universum da einer möchte, damit ich Musik machen kann, damit ich tanzen kann, damit ich mich bewegen kann, damit ich reden kann, damit ich stark sein kann, damit ich lieben kann, weil es ein Teil von meinem Leben ist. Wie ein anderer sagt, ich habe das verdient, nach der Arbeit sitze ich mich hin und trinke einen Wodka und trinke ein Bier oder Red Bull Wodka, irgendwas, auch immer, was die Leute meinen. Und der andere sagt sich, ich nehme gar keine Drogen, ich gehe zum Fischen. Ist doch schön, freu mich. Ich möchte nur gleich behandelt werden, sonst nichts. Verstehst? Und wenn irgendwelche Leute mir unterstellen, ich nehme diese Sitzblockade her, um darauf aufmerksam zu machen, dass mein Lieblingsthema Marihuana ist, dann muss ich sagen, ja, Entschuldigung, Bütchen, das ist ein Thema, das ist seit 30 Jahren mit mir verbunden, weil ich seit 30 Jahren für den legalen Anbau, für die legale Nutzung, für die Legalität kämpfe, weil ich seit 30 Jahren verfolgt werde, weil ich seit 30 Jahren jedes Mal, wenn ich irgendwo hin fahre, Angst habe, dass mich irgendwer kontrolliert, dass irgendein Polizist dabei ist, der sagt, na, heute lassen wir nochmal brunzen, da eine Art, na, dann nehme ich ihm wieder mal Blut ab oder so. Seit 30 Jahren geht das so. Ich kenne niemanden aus meinem Umfeld, dem es mit Alkohol genauso geht. Und man kriegt Angst. Und wenn du Angst hast, dann hast du keinen guten Verbündeten. Wenn du Angst hast, dann sitzt du da und weißt irgendwann einmal nimmer, wer ist eigentlich dein Feind? Wer ist eigentlich der, der hinter dir her ist? Weil der kleine Depp da drinnen im Führerscheinamt sagt, ja, ich bin's doch nicht, Herr Söllner. Da kann doch nichts dafür. Schaust du an die Richtlinien? Die haben wir vom Bundeskriminalamt gehört. Dann geh ich zum Bundeskriminalamt, dann sagt das Bundeskriminalamt, ja, entschuldigen Sie, Herr Söllner, das sind doch nicht mir, das ist doch nicht auf unserem, das ist doch der Familienminister. Ja, dann geh ich zum Familienminister und sagt, ja, entschuldigen Sie, Herr Söllner, das ist doch der Justizminister. Ja, das kann ich auch nicht sagen. Ja, entschuldige, bitteschön, mein Haus jetzt geht aber in die Devisen. Ja, da kann doch nichts dafür. Meine Konzerte sind nicht gegangen, meine Fans sind nicht gegangen. Ja, was sind wir denn da eigentlich? Ich muss doch auch wie das gerade steht, was ich mache auf der Welt. Herr Kruzifix, dann brauche ich doch einen Ansprechpartner, der zu mir sagt, Herr Söllner, ich bin derjenige, der dafür zuständig ist, dass Sie Angst haben. Dann hau ich mir ein paar gescheite Haare und dann möchte ich sehen und bedrohe jeden Tag und so. Wenn ich die irgendwo erwische, dann kriegst du jetzt mal drei Watschen. Dann möchte ich sehen, wie lange das dauert, dass er sich nicht mehr aus dem Haus traut. Ich möchte einfach mal Ruhe haben, ich möchte glücklich, zufrieden, da auf der Welt mit meiner Droge, mit Marihuana leben und sonst nichts. Aus. Ich möchte meine Kinder erziehen, ich möchte meine Kinder in die Schule fahren, Kinder, wenn ich am Vortag und rauche und am nächsten Tag holst von der Schule, dann möchte ich nicht kontrolliert werden. Aus, einfach. Ich verspreche Ihnen, dass ich 12 Stunden oder 24 Stunden nichts rauche. Wenn ich dann noch positiv bin, dann liegt es doch mal nicht an mir, dann liegt es doch an anderen Werte. Nicht an mir. Dann müssen so eine Werte raus, dann soll ich so ein mir Blut abnehmen, nach 30 Jahren Konsum, dann verspreche ich Ihnen, okay, ich rauche jetzt 12 Stunden nicht, dann soll ich den Wert von mir hernehmen als den Wert, der der Durchschnitt von ganz Deutschland ist. Dann geht er sagen, okay, 1,2, das ist ein bisschen, also das kann man ja fast nicht, 1,2 Mikrogramm aktives THC im Blut, was immer das bedeutet, ich kenne ja nicht aus, ich bin ja Depp. Ich bin ja kein Doktor, ich bin ja nicht im Bundeskriminalamt, ich bin ja bloß eine kleine Sau, die in Deutschland umeinander läuft und steuern soll, damit diese fetten Arschlöcher in irgendeinem scheiß Kriminalamt da drinnen ihre blöden Versuche machen können, mit Ratten und Meerschweinchen, und dann werden sie es auch mir als Mensch übertragen oder so. Ja, haben die alle einen Vogel oder was? Ich bin doch nicht der Depp da. Eigentlich sollte ich jetzt so rauchen, aber dann komme ich sofort wieder oben und bin total ruhig und relaxed und mache meinen Kopf auf und sage, okay, das Universum sagt, Hans, reg dich nicht auf, sei easy, ruhig. Du hast mit Menschen zu tun, du darfst nicht unausgeglichen sein. Du hast mit Menschen zu tun, du darfst keine Wut haben in dir. Du hast mit Menschen zu tun, du fährst morgen auf Tour, da kommen Jugendliche. Du darfst da nicht oberschreien, du darfst die Leute nicht beschimpfen. Du musst glücklich aus, du musst glücklich sein, du musst eher zeigen, dass hey, das geht nur Glück. Glücklich kann man nur sein, wenn andere zulassen, dass du glücklich bist. Wenn die ständig irgendwie live verfolgen, kannst du nicht glücklich sein. Ich kann nicht glücklich sein, wenn ich weiß, mein Nachbar wird verfolgt. Ich kann nicht glücklich sein, wenn ich weiß, der da drüben hat drei Kinder, die darf er nicht sehen, weil er
keine Ahnung, ein Alkoholproblem hat oder weil er nicht Auto fahren kann oder weil er drei Unfälle gehabt hat in einem halben Jahr. Oder was auch immer, was ich glaube, was mir alles sagt. Ich bin ein Mensch, alles. Ich bin nichts anderes als ein Mensch, der seine Werte versucht auf dieser Welt durchzusetzen. Verstehst? Und da gehört der eine Wert dazu, dass wir alle frei sind von Verfolgung, frei sind von Angst, frei von... Egal was auch immer, Illegalität für das, was wir unter Glauben verstehen, unter Religion verstehen, unter Musik verstehen, unter Essen verstehen. Soll einer sein Weißbrot fressen? Soll einer sein Vollkornbrot essen? Es interessiert mich einfach nicht. Ich möchte einfach nur gern anständig, frei, demokratisch behandelt werden, als das, was ich bin. Ein Mensch. Sonst nichts. Okay.